Das Gute, das ich eigentlich tun möchte, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich eigentlich gar nicht tun möchte, das tue ich. Ich weiß nicht, wann du dich das letzte Mal in genau so einer Situation befunden hast. Wann du das letzte Mal irgendwo etwas getan hast in deinem Leben, wo du so dachtest hinterher so, oh Mann. Egal, was jetzt so dein Hintergrund ist und wo du sagst, naja, das würde ich irgendwie als gut oder als schlecht bezeichnen, sondern einfach, wenn du mal zurückdenkst, wo du so sagst, so da, wie ich mich da verhalten habe, so sollte man sich eigentlich nicht verhalten. Ich weiß nicht, wie weit du da zurückgehen musst, vielleicht in die letzte Woche, vielleicht ins letzte halbe Jahr, vielleicht auch bis in deine Jugendzeit, was ich dir sehr wünschen würde. Aber ich denke, wir alle haben so solche Geschichten. Und wenn wir da mal zurückblicken, sehen wir häufig, dass es ja gar nicht irgendwie damit angefangen hat, dass wir etwas getan haben, sondern dass das alles eigentlich viel früher schon begonnen hat. Dass das zu einem Zeitpunkt begonnen hat, wo wir noch gar nichts getan hatten. Sondern dass es eigentlich zu einem Zeitpunkt begonnen hat, wo wir darüber nachgedacht haben. Arthur hat schon gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema Versuchung auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, was für dich in deinem Leben so die Assoziationen sind zum Thema Versuchung. Ich habe manchmal das Gefühl, häufig wird heutzutage Versuchung nur noch assoziiert mit Essen in irgendeiner Form. Sei es der Kühlschrank mitten in der Nacht oder besonders gutes Essen. Oder vielleicht ist für den einen oder anderen so eine Versuchung auch so die grüne Ampel in der Ferne, die gerade auf gelb schaltet oder so. Das ist ja auch für manche Leute schon gaspedaltechnisch eine Versuchung. Vielleicht ist aber für dich Versuchung auch an anderer Stelle viel präsenter. Vielleicht so einmal im Jahr, wenn man dann so irgendwann gegen Ende der ersten Hälfte des Jahres so beginnt, diese netten Antragsformulare auszufüllen, um aufzuschreiben, was man in so im letzten Jahr alles verdient hat und dann irgendwie das an so eine gewisse Institution in der Innenstadt schicken muss und die dann einem sagen, was man nachzahlen oder auch noch zurückbekommt. Wir sind gerade vor ein paar Monaten in unser Häuschen eingezogen und ich war sehr überrascht, wie häufig doch in irgendwelchen Ecken so die Frage auftauchte, sag mal, mit Rechnung oder ohne? Ich weiß nicht, was dann bei dir in deinem Herzen und in deinem Kopf passiert. Oder wenn du vielleicht, ich weiß nicht, was du so im Normalfall arbeitest und wenn du so überlegst, ich selber komme aus der Beratung, das heißt, ich arbeite, darf relativ frei arbeiten, darf meine Zeit relativ frei einteilen, muss aber auch irgendwo Rechenschaft darüber ablegen, was ich denn jetzt alles getan habe. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir da ähnlich, dass man da so davor sitzt und dann überlegt so, was trage ich denn jetzt hier alles ein? Was sollte ich da eintragen? Vielleicht kommt dann auch mal so dieser Gedanke, so, oh, kann man da nicht noch ein bisschen mehr eintragen? Oder vielleicht ist Versuchung bei dir auch behaftet mit einem Thema, was vielleicht sehr, sehr präsent ist bei diesem Thema. Vielleicht erlebst du jedes Mal Versuchung, wenn du dein Handy aufmachst oder den Computer anschaltest und überlegst, wie vertreibe ich mir denn jetzt meine Zeit? Was tue ich denn? Wo bewege ich mich denn im Internet? Oder vielleicht, wenn du mal wieder abends länger in der Firma bist und vielleicht dort eine sehr, sehr nette Person mit dir abends noch zusammenarbeitet und du so gewisse Sachen plötzlich sich in deinem Hinterkopf durchspielen. Vielleicht ist es auch der Umgang mit anderen Menschen, wenn du sagst, an der Stelle, ich könnte schon ein bisschen besser darstellen, wenn ich jetzt über den eine Geschichte erzähle und der kann sich auch im Normalfall so gar nicht wehren. Vielleicht kann ich mir dadurch auch einen Vorteil verschaffen, vielleicht stehe ich dann am Ende bei meinem Chef besser da. Und irgendwo in unserem Kopf passiert sowas, was irgendwie dazu führt, dass wir Dinge tun, von denen wir eigentlich sagen, eigentlich möchte ich das gar nicht tun und ich tue es trotzdem. Und wir möchten uns heute Morgen gemeinsam anschauen, dieses Thema Versuchung, was irgendwie so uns doch alle betrifft und uns alle bewegt,
Egal, wo wir stehen und ob du schon jahrelang mit Jesus unterwegs bist oder noch gar nicht weißt, was du von ihm halten sollst oder vielleicht auch etwas vollkommen anderes denkst und glaubst, dieses Thema Versuchung, was uns alle betrifft, wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, ja, wie funktioniert das denn eigentlich und wie können wir denn damit umgehen? Wie ist Jesus damit umgegangen und was können wir von ihm lernen, wenn es um den Umgang mit dem Thema Versuchung geht? Und das Spannende daran ist, wir lesen ja gerade die Geschichten in Matthäus 4 von den Versuchungen Jesu, wo recht ausführlich davon berichtet wird, wie auch Jesus Versuchungen ausgesetzt war. Wir wollen uns allerdings zunächst ein paar Verse anschauen aus einem Brief, der so circa 20, 30 Jahre nach Jesu Tod geschrieben wurde, von seinem Bruder, also von einem leiblichen Bruder Jesu, Jakobus, der damals ein führender Leiter in der Gemeinde war und der einen Brief geschrieben hat an eine Gemeinde und der da sehr, sehr deutlich macht, wie denn Versuchung eigentlich funktioniert. Denn wenn wir verstehen, wie Versuchungen funktionieren, dann haben wir auch eine Chance, besser damit umzugehen. Dann lass uns zusammen lesen in Jakobus 1, in den Vers 14. Da lesen wir: Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das heißt, Jakobus sagt, weißt du was, wenn eine Versuchung auf dich zukommt, dann ist die nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern die Versuchung, die setzt irgendwo an. Die setzt irgendwo bei dir drinnen an. Irgendwo, wo es eine Begierde gibt, wo es eine Sehnsucht gibt, wo es ein Bedürfnis gibt. Irgendwo an etwas in dir drin, da setzt die Versuchung an. Und die Versuchung kommt und die macht dir ein Versprechen. Und dieses Versprechen, das schreit sie dir quasi ins Gesicht. Das macht sie sehr laut und groß und sie verspricht dir diese Sehnsucht in deinem Herzen. Ich kann die stillen, diese Begierde, die du hast, die kann ich befriedigen. Das, was dein Bedürfnis ist, dem kann ich nachkommen. Und so stellt sich die Versuchung hin und sie kommt immer mit einem sehr, sehr lauten Versprechen. Mit einem lauten Versprechen, das daran ansetzt, was da in uns drin ist. Und so kommt die Versuchung auf uns zu. Und das Spannende daran ist, dass Jakobus an der Stelle aber nicht stehen bleibt und sagt, naja, das ist halt so, sondern wir lesen direkt im nächsten Vers, Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also zu einem Zeitpunkt, der darauf folgt, der dahinter ist, wenn die Versuchung vielleicht schon komplett vorbei ist, weil sich das alles schon erledigt hat, zu diesem Zeitpunkt, wenn die Begierde empfangen hat, dann bringt sie Sünde hervor. Und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus sagt also, diese Versuchung, die daherkommt mit einem sehr, 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 sehr lauten Versprechen, die hat leider immer ein Danach. Die hat hinterher so einen leisen Haken. Einen leisen Haken, der nicht groß mitgeteilt wird, der nicht groß im Vordergrund steht, der aber kommt. Hinterher kommt immer etwas, was, so wie Jakobus schreibt, Tod bringt. Etwas, was Zerstörung bringt. Etwas, was negative Konsequenzen hat für uns und für die Menschen um uns her. Jakobus sagt, und so funktioniert Versuchung immer. Es gibt immer dieses laute Versprechen am Anfang, ich kann deine Bedürfnisse befriedigen, ich kann deine Sehnsüchte stillen, aber hintenrum gibt es diesen leisen Haken, der irgendwann dann hinterher kommt und realisiert wird und der Zerstörung und Unglück in unser Leben hineinbringt. Und wir möchten uns gemeinsam anschauen, wie sich das denn bei Jesus dargestellt hat. Denn bei Jesus in seiner Geschichte nehmen seine Versuchungen einen sehr, sehr breiten Teil ein. Also der Einstieg da ist relativ, relativ kurz. Jesus ist im Grunde genommen kurz nach seiner Taufe, er ist erfüllt vom Heiligen Geist und der Heilige Geist bringt ihn dazu, in die Wüste zu gehen. Also erstmal in die Einöde und dort 40 Tage am Stück zu fasten. Und die Bibel endet diese zwei Verse mit dem sehr prägnanten und sehr offensichtlichen Statement, und danach hatte er Hunger. Und an diesem Punkt der Geschichte steigen wir ein und dann lesen wir dort in Matthäus 4 ab Vers 3 nämlich, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden.
Das heißt, die Versuchung kommt, der Versucher tritt an ihn heran und er sagt zu ihm, weißt du was? Du hast da doch gerade Hunger. Merkst du dieses Grummeln im Magen, dieses physische Bedürfnis, das du hast? Guck mal, das kann gestillt werden. Warst du schon mal in der Wüste hier? Hast du dich mal umgeguckt? Da liegen jede Menge Steine rum. Einer mehr oder weniger fällt da gar nicht auf. Guck mal, du kannst das doch. Du kannst das doch einfach Brot machen. Das tut auch keinem weh. Guck mal, ist keiner, der irgendwie sagt, ach Mensch, jetzt ist es schade, dieser Stein ist hier weg oder so. Es hat keine Auswirkungen. Und dein Bedürfnis, das kann gestillt werden. Und Jesus antwortet ihm und er gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das heißt, Jesus sagt ihm, weißt du, das mit dem Magen und irgendwie Hunger haben, ja, das stimmt schon so. Aber die Zeit, die ich hier verbringe, die hat einen anderen Fokus. Wenn ich jetzt anfange, hier die Macht für mich selber einzusetzen, wenn ich beginne, meine Macht auszuspielen, nur für mich, dann sprechen wir von Egoismus. Dann geht es hier nur um mich. Und Jesus sagt ihm ganz, ganz deutlich, nein, es geht hier nicht um mich. Sondern in dieser Zeit, in der ich hier lebe, geht es darum, wie Erwin das so schön formuliert hat in seiner Predigt über das Fasten, da geht es darum, auf Gott zu schauen. Den Blick auf ihn zu wenden, weg von uns selber, weg von dem, was vielleicht auch in unserem Bauch und in unserem König-Bauch, wie ihn Erwin genannt hat, da passiert. Und Jesus kommt und er stellt diesen Haken in die Mitte und sagt, weißt du, ja, es ginge vielleicht und ich hätte vielleicht hinterher weniger Hunger. Aber der große Haken ist, es würde plötzlich diese ganze Zeit, die ich hier verbracht habe, würde es plötzlich komplett zur Seite packen. Nein, hier geht es nicht um mich und um meinen Bauch, sondern hier geht es um Gott, um alles, was aus seinem Mund kommt. Auch von ihm möchte ich erwarten, dass er mich versorgt und mich nicht darauf verlassen, was ich selber kann. Aber es geht weiter und der Teufel, er nimmt ihn mit und er nimmt ihn mit in die heilige Stadt und er stellt ihn auf den Vorsprung des Tempeldachs ganz vorne hin und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, und jetzt kommt der Teufel selber mit der Bibel, und er sagt, weißt du, er wird seine Engel schicken und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Ist das nicht cool? Hey, Gott hat dir ein Versprechen gegeben. Er hat dir zugesagt, dass er dich versorgt, dass er dich beschützt. Vielleicht sollst du ihm dazu auch mal eine Chance geben. Probier das doch mal aus. Wenn Gott was verspricht, dann hält er das doch auch, oder? Du hast da doch was. Nimm das mal und probier das einfach mal aus. Und er setzt an und verspricht Jesus, weißt du was, diese Hoffnung, die du hast, dass Gott verlässlich ist, dich auf ihn zu verlassen, diese Sehnsucht nach Versorgung und Geborgenheit. Ja, guck mal hier, das kannst du mal ausprobieren, das kannst du mal erleben, ganz fassbar und greifbar. Mach das doch mal. Aber Jesus kontert und er kontert mit einer Bibelstelle. Interessanterweise übrigens, Jesus braucht Bibelstellen aus genau drei Kapiteln. Also es ist das fünfte Buch Mose, ich glaube Kapitel 8 bis 11 oder 8 bis 10 reichen ihm. Und alle Antworten kommen daher. Und er antwortet hier dem Teufel und sagt, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das heißt, Jesus sagt hier, weißt du was? Das, was da steht, das stimmt schon, aber deine Bibelauslegung ist hier ein bisschen daneben. Das, was der Teufel hier zitiert, ist Psalm 91. Psalm 91 beginnt mit den Worten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Jesus sagt, weißt du, da wo es darum geht, er wird seine Engel senden, dass sie dich versorgen. Das ist ein Versprechen, das darin eingebettet ist, in ein Verhalten, das sagt, ich stelle mich unter Gottes Schutz, ich stelle mich
unter seinen Schatten. Ich suche bei ihm Bewahrung. Ich blicke zu ihm auf und ich unterstelle mich seiner Herrschaft und ich unterstelle mich dem, was er sagt. Ich berge mich bei ihm. Wenn ich hier mich so verhalten würde, wie du es mir sagst, würde ich die Machtverhältnisse umdrehen. Ich würde versuchen, nicht mehr zu Gott aufzuschauen und von ihm etwas zu erwarten, sondern was ich tun würde, ist, ich würde mich über Gott stellen und versuchen, ihn zu zwingen, zu handeln. Und Jesus sagt, an dieser Stelle, wenn ich das tue, drehe ich die Machtverhältnisse um, beziehungsweise ich versuche es. Und ich versuche, Gott zu kontrollieren. Und Jesus sagt ganz klar, nein, das möchte ich nicht. Ich bin ganz klar in meiner Abhängigkeit von Gott, in meiner Beziehung zu Gott, dass ich von ihm abhängig bin, dass ich ihm unterstehe. Und wieder holt Jesus hier mit wenigen Worten diesen Haken hervor und stellt ihn ganz, ganz deutlich in die Mitte und ins Zentrum. Aber einen hat der Teufel noch, wenn wir weiterlesen. Schließlich ging der Teufel mit ihnen auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Und er sagte in ihrer Herrlichkeit, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Was passiert denn hier? Also ich meine, hat Jesus das irgendwie nötig? Braucht er irgendwie so ein Machtspielchen? Ich habe alles in meiner Hand. Nein, der Teufel setzt hier an einem ganz anderen Punkt an. Er weiß genau, wie Jesus diese Welt sieht. Jesus liebt diese Welt von ganzem Herzen. Und er sieht, wie sie zerbrochen ist an Schuld und Sünde und wie sie kaputt ist unter der Herrschaft des Teufels. Und er kommt und er sagt, ich möchte diese Welt da rausholen. Diese ganzen Menschen, die da leben, ich liebe sie so sehr, dass ich mich klein mache und Mensch werde, um sie da rauszuholen. Und der Teufel sagt ihm, weißt du was? Es gibt eine Abkürzung. Weißt du, dieses Ganze, ich meine, 30 Jahre hast du jetzt schon hinter dir, jetzt kommen noch 3 Jahre, vielleicht werden die auch nicht ganz so leicht. Es gibt eine Abkürzung. Du musst nur eine kurze Sache, einfach nur einmal hier kurz niederfallen und anbeten. Und das, was du so sehr liebst, das kann dir gehören. Das kann dein sein. Dann hast du doch alles, was du willst. Dann hast du doch das, was du dir wünschst. Und Jesus, so wie er alt ist, kriegt das natürlich sofort mit. Und er sagt zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbieten und ihm allein sollst du dienen. Jesus sagt, nein, meine erste Loyalität, den ersten Platz in meinem Leben, die absolute oberste Position nimmt Gott ein. Und weißt du, selbst wenn ich, und ich bin gekommen, um diese Welt dir zu entreißen und die Möglichkeit zu schaffen, dass es wieder Einheit, Einigkeit, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gibt. Ich möchte diese Welt aus deinem Herrschaftsbereich herausholen, erretten. Und wenn ich an dieser Stelle jetzt plötzlich meine Nummer 1 umsetze, dann haben wir gar nichts gewonnen. Dann untersteht diese Welt vielleicht nicht mehr dir direkt, sondern dann bin ich vielleicht noch so als Zwischenebene eingezogen und dann ist es halt der Teufel, Jesus und dann die Welt. Aber Jesus sagt, nein, ich bin für was ganz anderes gekommen. Ich bin gekommen, um die Welt aus diesem ganzen Schlamassel, aus dieser Zerbrochenheit, aus dieser Kaputtheit herauszuretten und rauszuziehen. Und an dieser Stelle kann ich und werde ich nicht die Nummer 1 in meinem Leben kompromittieren. Und wieder steht Jesus da und er schaut nicht nur auf das kurzfristig Temporäre, auf das Versprechen, sondern er holt den Haken hervor und er stellt den Haken zentral in die Mitte. Und wenn wir darüber nachdenken, wie können wir denn mit Versuchungen umgehen? Wie können wir denn darauf reagieren, wenn Versuchungen in unserem Leben kommen? Und wenn wir wissen, dass eine Versuchung immer mit einem lauten Versprechen und einem leisen Haken daherkommt, dann können wir vielleicht erstmal als allererstes das tun, was Jesus hier tut. Wenn das tatsächlich alles ist, was in unseren Gedanken passiert, dann sollten wir vielleicht erstmal identifizieren, was denn dieses Versprechen ist
und wo es ansetzt und dann die Verhältnisse mal umdrehen. Dieses Versprechen, was da kommt, mal ein bisschen leise machen und den Haken, der so leise im Hintergrund schlummert, laut zu machen, nach vorne zu holen, ins Zentrum zu stellen, in die Mitte zu stellen und zu sagen, das Ding, was ich hier so vor mir sehe und was ich vor mir habe und was so attraktiv aussieht, wenn ich das mal jetzt nicht nur so isoliert, sondern gesamt betrachte, dann kommt da hinten aber ein ganz schön großer Haken. Und uns mal anzuschauen, was ist es denn, was da hinten rauskommt? Was hat es denn für Auswirkungen auf mich und die Leute in meiner Umgebung, wenn ich im Internet immer wieder an den falschen Ecken unterwegs bin? Was hat es für Auswirkungen vielleicht auf meine Ehe, auf meine Familie, wenn ich da die nette Person, die immer so lang mit mir abends auf der Arbeit bleibt, wenn da mal mehr passiert als nur gemeinsames Arbeiten? Was hat es denn langfristig für Auswirkungen, wenn ich versuche auf der Arbeit mich die ganze Zeit mit Unehrlichkeit und Leute niedermachen durchzumogeln? Was hat es denn für Auswirkungen, wenn ich beginne, regelmäßig Aufträge ohne Rechnung zu erteilen? Regelmäßig, naja, vielleicht bei der Steuer, ich meine, man zahlt doch so viele Steuern schon. Da mal ein bisschen mehr rauszuholen oder vielleicht mal was ein bisschen anders zu deklarieren, damit man doch am Ende mehr bekommt. Was hat es für Auswirkungen? Und diesen Haken, der da hinten rauskommt, mal groß zu machen, mal deutlich zu machen. Was ist es denn, was dabei passiert? Vielleicht schon allein aus rechtlicher Sicht, aber insbesondere auch aus persönlicher Sicht, aus familiärer Sicht. Was hat es für Auswirkungen auf die Leute in meiner Umgebung, die, mit denen ich zu tun habe? Was wäre es, wenn ich zu Hause mich mit meinen Kindern hinsetzen müsste und ihnen sagen müsste, wisst ihr was? Wisst ihr, ich muss euch eine Geschichte erzählen, was Papa gemacht hat. Was bedeutet es, dass du dich mit deiner Frau hinsetzen musst und sagen musst, du, mir ist da was passiert? Was bedeutet es, wenn du zu deinem Chef gehen musst und sagen musst, weißt du, die letzten Jahre, die letzten Abrechnungen, was hat es für Auswirkungen auf dein Leben? Mach einmal dieses Versprechen ein bisschen leiser und den Haken laut, dass er mal präsent dasteht. Das ist der erste Schritt, um vielleicht schon frühzeitig und möglichst früh schon in unseren Gedanken mit Versuchungen umzugehen. Ein paar Verse weiter, lesen wir von Jesus noch eine ganz andere, noch einen Tipp, der darüber hinausgeht, wie man grundsätzlich mit solchen Sachen umgehen sollte. Und zwar lesen wir da in Matthäus 5, da lesen wir etwas, was Jesus sagt zu seinen Nachfolgern. Er sagt da, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Sehr deutliche Verse, oder? Also Jesus ruft dir bei weitem nicht irgendwie in irgendeiner Form zur Selbstverstümmelung auf oder sowas. Das ist weit jenseits. Sondern was Jesus hier sagt, ist schlicht und ergreifend, kümmere dich um das, was dich stolpern lässt. Kümmere dich um das, was dich zu Fall bringt. Und zwar gründlich. Nicht nur einfach so ein bisschen nebenbei, sondern kümmere dich um das. Vielleicht sind das Versuchungen, vielleicht sind es auch Dinge, die schon wieder darüber hinausgehen. Es gibt manchmal so Dinge, die auf unserem Weg liegen, wo wir entlanglaufen und merken,
das lässt mich immer wieder stolpern. Da falle ich immer wieder drüber. Das ist immer wieder etwas, was in meinem Weg liegt und was mich zu Fall bringt. Und Jesus sagt, kümmere dich darum. Geh damit um. Räume damit auf, und zwar gründlich. Und es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie man mit so einem Hindernis, mit so einem Stolperstein in seinem Weg umgehen kann. Die erste Möglichkeit ist entfernen. Manchmal ist es tatsächlich an der Zeit, dass man einfach sagt, das, was mich immer wieder zu Fall bringt in meinem Leben, das muss ich in irgendeiner Form aus meinem Leben entfernen. Das kann vielleicht bedeuten, dass ich sage, bei uns zu Hause wird ab so und so viel Uhr das Internet halt abgeschaltet. Das kann vielleicht bedeuten, dass man sagt, meine Steuererklärung lasse ich ab jetzt von einem verlässlichen Fachmann machen, wo ich nochmal weiß, der schummelt da nichts dran vorbei, sondern der geht damit ehrlich um. Das kann vielleicht bedeuten, dass ich sage, ich entferne oder ich packe Dinge aus meinem Leben zur Seite, ich nehme sie weg, damit sie mich nicht mehr zu Fall bringen. Eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist tatsächlich schlicht und ergreifend, andere Wege zu gehen, drum herum zu gehen. Vielleicht hast du Situationen in deinem Leben und Begebenheiten in deinem Leben, wo du weißt, wenn ich da reingehe, wenn ich da durchgehe, ist das etwas, was mich immer wieder zu Fall bringen wird. Etwas, was mich immer wieder stolpern lassen wird, wo ich immer wieder Dinge tun muss, die das kompromittieren, was ich eigentlich glaube, wovon ich überzeugt bin. Vielleicht trifft dich das sogar in deinem Job, in deinem ganz normalen Joballtag, wo du sagst, ich muss immer wieder Dinge tun, wo ich eigentlich weiß, die sind eigentlich nicht richtig. Vielleicht ist es so das Treffen, das lange Arbeiten abends, wo man dann nur noch zu zweit im Büro ist. Aber manchmal ist es einfach dran zu sagen, ich ändere die Richtung in meinem Leben und ich gehe diesen Situationen aus dem Weg. Und ich sehe zu, dass mein Leben eine Richtung nimmt, die an diesen Situationen vorbeigeht. Und ich gehe darum herum. Und noch eine letzte Möglichkeit sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen. Manchmal kommen einfach Versuchungen in unser Leben hinein. Und manchmal ist es einfach ganz normal. Und manchmal ist es auch einfach dran, diesen Stolperstein zu sehen und ihn sich anzuschauen und zu wissen, ja, der ist da. Und dann zu sagen, ich muss das überwinden. Ich muss mich da mal draufstellen. Ich muss das mal unter die Füße bekommen. Wenn wir sehen, wenn wir auf Jesus schauen und seine Zeit in der Wüste, ich meine, der hätte auch in die Wüste gehen können und ein bisschen mehr Essen mitnehmen können. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen oder so. Aber nein, Jesus geht in diese Situation hinein und er begibt sich bewusst sogar vom Heiligen Geist geführt in diese Situation hinein. Und er wird mit diesen Versuchungen konfrontiert und er überwindet sie. Er geht dort hinein, sehenden Auges, und er sagt, ja, das kommt auf mich zu, und ich vermute mal, dass ihm sehr, sehr bewusst war, dass man nach 40 Tagen Fasten Hunger hat. Aber er sagt, ich gehe dort hinein und ich überwinde das. Und ich weiß nicht, was die Dinge sind in deinem Leben, die dich immer wieder zu Fall bringen und die dich stolpern lassen. Was das ist, wo du immer wieder sagst, egal, wenn das entlang kommt, dann falle ich darüber. Vielleicht ist es an der Zeit, sich mal zu überlegen, wie kannst du denn damit aufräumen? Wie kannst du denn dich darum kümmern, und zwar gründlich und endgültig? Ist es vielleicht dran, Dinge aus deinem Leben auszuräumen, sie zu entfernen? Oder vielleicht deinem Leben mal eine andere Richtung zu geben, Situationen aus dem Weg zu gehen, deinen Weg zu ändern. Oder vielleicht tatsächlich zu sagen, ich sehe zu, dass ich das jetzt endlich mal unter die Füße bekomme. Und vielleicht ist es auch da manchmal ganz hilfreich, das nicht alleine zu tun. Vielleicht hast du einen guten Freund, jemand, dem du vertraust, und dem du sagen kannst, weißt du was? Du siehst vielleicht ganz, ganz viel von mir, aber es gibt Dinge in meinem Leben, die anders laufen, als ich sie mir wünschen würde. Kannst du mit an meine Seite kommen? Der Stolperstein, der da in meinem Weg liegt, ist zu schwer für mich alleine.
Kannst du mir helfen, den aus dem Weg zu räumen? Kannst du mir helfen, wenn ich vor diesen Entscheidungen stehe, wie, welche Richtung gebe ich meinem Leben, dass du mir sagst, entscheide dich für den guten Weg, entscheide dich für einen Weg, wo du es umgehst. Jemand, der an deine Seite kommt, wenn du sagst, ich möchte es überwinden und vielleicht ist es hier oben so ein bisschen wackelig, der dann aber an deine Seite kommt und sagt, und ich stütze dich. Ich weiß nicht, was dran ist für dich, ob es vielleicht dran ist, mit jemandem darüber zu sprechen oder Maßnahmen zu ergreifen. Aber eins weiß ich, egal wo du stehst und egal wo du bist und wo dieses Ding dein Leben berührt, wo, was die Versuchungen in deinem Leben sind, die dir Probleme machen, die es dir schwer machen, die vielleicht dein Leben sogar schon beeinflussen auf eine negative Art und Weise und du merkst, das schadet mir und das schadet den Menschen in meiner Umgebung. Egal wo du stehst, einer möchte auf jeden Fall mit dir da durchgehen. Jesus Christus, der auferstandene Herr und Heiland, möchte an deiner Seite gehen. Und er möchte mit dir in diese Situation hineingehen, er möchte mit dir diese Situation überwinden, er möchte sie ausräumen, er möchte deinem Leben eine gute Richtung geben. Er selber geht mit dir, er selber geht an deiner Seite, derjenige, der nicht nur mit Versuchung konfrontiert war und der nicht nur weiß, was es bedeutet, versucht zu werden, sondern derjenige, der hindurchgegangen ist und der es überwunden hat. Amen. Herr Jesus, du weißt ganz genau, was in unseren Herzen vorgeht. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns bewegt und du weißt auch, was uns, wo die Versuchungen uns immer wieder greifen und du weißt, wo die Versuchungen immer wieder mich greifen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die ganz viel offene Augen schenkst, um zu identifizieren, was ist denn eigentlich der Haken und wo kommt diese Versuchung her? Was ist der Haken dabei? Und dass du uns dann den Mut schenkst, mit diesen Dingen in unserem Leben aufzuräumen, gründlich aufzuräumen und unseren Weg gehen zu können, ohne zu stolpern. Dankeschön, dass du dafür an unsere Seite kommen möchtest und dass du jemand bist, der bereits überwunden hat, dem das nicht fremd ist und der mit uns hindurchgehen möchte. Amen.